Augen auf und Hirn zu. Hier ist wieder Brainless Play. Ich bin hier mit Ferner Verley. Und ich mit Seth. Und ich werde mich jetzt hier im Erdgeschoss bei... beim Ding. Bei den Wachen entschuldigen dafür, dass wir... Genau, dass wir ihnen den Kronleuchter auf den Kopf geschmissen haben. Habe ich tatsächlich einen erwischt? Nein. Zu schade. Warte mal, ich nehme mal... Hey, was ist das? Ach, das ist... Ich hab was gesehen. Oh, shit. Da! Ich hab jemanden gesehen! Ich finde dich! Schrank. Nein, findest du nicht. Okay, der Vogel war gemein. Okay. Ich muss das einfach tun. Aber... Ich frag mich, ob es sich lohnt, auf Phantom zu spielen, ob man dann so viel mehr Kohle kriegt und alles. Zack! Das war's. Monsieur. Ich versteh's einfach nicht, warum wir mehr Knüppelschaden kriegen sollten. Können wir den... Ja, vielleicht klauen? Gibt's tatsächlich irgendwie Nahkampf. Erstmal, hopp. Hab keine Wurfwaffe, gib mir doch das hier mal als Wurfwaffe oder so. Dreh dich mal da den Kronleuchter. Na, da das wollte ich nicht gemacht. Rein. Du hast das Spiel wirklich unter Kontrolle. Ja, ich habe das Spiel vollkommen unter Kontrolle. Schön, dass die hier auch den Fertigfraß hatten. Da gibt ja nichts anderes mehr, seit Schwermut. Aber die reicht... Oh, scheiße. Wir hätten doch mehr Nahrung ins... Ja. ...Ding legen können. Okay. Wir bräuchten... Okay, das sieht der Koch ist es. Knüppeltag. Ja. Warte mal, das ist mein Essen, du fetter Koch. Das sollte schlimmer sein. Wow, das war... Das kann mir jetzt aber keiner erzählen. Japdabdala. Ne, den fetten Koch will ich nicht in der Gegend rumschleifen. Ein bisschen. Goldbesteck. Nee. Da liegt noch mal eine Flasche, die du jetzt hoffentlich dann doch mal... Ja, hast. Endlich mal. Nein. Nur 40 Gold. Okay, warte mal, geh noch mal nach... Da. Genau, hier. Drin. Ah, der Schalter. Versteckt sich ja im Keller. Pass auf, das sieht nach einer Falle aus. Okay, ich kann jederzeit wieder raus. Ah, noch so ein Hinweis gewesen. Man kann in den Keller reingucken und wahrscheinlich aus dem Keller dann auch hier rein. Dreh dich nochmal zurück. Das sah nämlich so aus, als wenderten Pfeile hier an der Wand. Ach nee, das ist bloß eine Kette. Eine Kette. Ja. Echt? Links. Und noch mehr. Durchguckst. Guckst mir durch. Vielleicht hätte man auch so das Haus betreten können. Auch eine Möglichkeit, dass wir jetzt gleich wieder vor der Tür stehen und durch den Keller rein hätten können. Halt. Moment. Ja. Ja, nein. Ich bin schon mal in eine Falle gerannt. Die war zu offensichtlich. Bestimmt kannst du dich hier auch irgendwo entschärfen. Aber wir hatten das ja, das Monsieur. Der Mann hat viel zu verbergen. Wäre die Lage anders, würde ich das hier genießen. So. Check. Das war's für deine Fallen. Okay, ich habe so das Gefühl, man käme hier wirklich rein. Ja, das ist das Haus von draußen. Du kämst hier rein. Was ist, wenn ich hier den Schalter drücke? Tatsache, ich bin wieder draußen. Nein. Oder? Geheimnisse sollten nicht in Glashäusern sein. Och. Okay, cool. Damit hätten wir noch einen Eingang gefunden. Ja. Also im Moment fühle ich mich von dem Spiel so ein kleines bisschen an der Nase herumgeführt. Hey, du hättest diese... Geh nochmal nach links, da hat was geglitzert. Was? Wo? Ich denke, ich habe aus dem Augenwinkel was gesehen. Nö. Nee. Also ich finde diesen Kapitel gerade sehr cool, weil du kannst halt... hast halt sau viele Möglichkeiten, hier in dieses Haus reinzukommen. Ja. Moment, schau dir mal da den... Da, hier. Längs, rechts. Oh. Was? Hier, den Hausplan. Ja. Jetzt gehen wir zur anderen Seite rüber. Alter, wer tut sowas? Ein fetter Architekt.
Ich hänge mir doch nicht den architektonischen Plan von meinem eigenen Haus ins Haus. Der ist Architekt, der ist stolz da drauf. Der ist... Okay, du kannst hier die Tür schließen und das Licht ausmachen. Genau, das habe ich nämlich geguckt. Ob ich mich hier endlich mal im Dunkeln bewegen kann. Ich meine, soweit ich das sehen kann, gibt es keinen... Neues Dokument. Madeleines Brief. Theodor, dein Verschwinden aus der Bibliothek mag das Personal amüsieren, aber ich finde deine Tricks ermüdend. Du hast noch nie ein echtes Buch gelesen, geschweige denn die Fälschungen in deinem Privatregal. Wenn du mir schon aus dem Weg gehen möchtest, könntest du dir wenigstens etwas Mühe geben. Wo ist die scheiß Bibliothek? Wo ist das Privatregal mit den Fälschen? Ah, Vogel? Der Kerl hat echt einen Vogel. Oder drei. Versteck. So, jetzt entdecken wir gleich die Hintertür, durch die wir auch rein hätten können. Hätten? Ja, das sieht schon wieder so nach draußen aus. Nee, doch nicht. Irgendwelche Eastwick wird sich vor dem Baron verantworten. Dafür sorge ich. Aber ich sehe, ich höre. Ich würde gern durch das Schlüsselloch gucken oder irgendwie, aber... Ach, man kann tatsächlich. Ja, da draußen sind wieder die Wachen. Da gehe ich nicht raus. Also noch mehr Eingänge? Ja, war doch klar. Okay. Cool. Damit haben wir das Erdgeschoss abgesucht. Schau mal, ob du irgendwo was wie eine Bibliothek findest. Hier drin ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Es war so lustig, mir war klar, dass da jemand drin steht, aber ich wusste auch, dass die mich nicht hören, wenn ich vor der Tür rumrenne, weil... Ja, weil... Ist ja vor der Tür. Mutter Mulberry, ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. In den Schatten. Kommt raus, Mutter Mulberry. Ich glaube, die packt jetzt. Meister Eastwick hat was zu verbergen. Sonst würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Ich verstehe auch nicht, warum er sich der Wache widersetzt. Sehe ich etwa aus wie ein Teppichklopfer? Überall Ratten. Was war das? Sieh dich mal um. So. Oh nein. Also, Garrett muss so verdammt sneaky sein, ich check's nicht. Okay. Das war sehr sinnvoll. Gasp, drück doch mal F. Nichts. Alles ruhig. Was steht denn da hinten rechts im Eck? Oh, warte mal. Kann ich die hier? Du hast noch was. Im Keller hast du so viel gefunden, ja. Du hast noch eine Wölfe. Also im Moment, wenn der dort hinten am Regal steht, könntest du theoretisch stehen. Damals, im Dienst von Lord Van Vernon. Aber rechts hinten war auch noch irgendwas, glaube ich. Ich habe da ganz kurz was Blaues auf. Im Dienst von Lord Van Vernon. Der hatte überall gucken. Aber hier gibt's so viel Zeug. Halt, stehen bleiben! Wie war das vorhin mit Zielen? Ja. So, die rennt weg. Ich werde angegriffen! Hey, du kannst nicht mehr rein, so. Okay, wir sind Jäger. Wir sind Jäger, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist. Ach, das war bloß der Vogel. Tier und Sammlerstück. Nein, bloß eine blöde Büste. Und noch mehr Zeug. Sie hat gesagt, die Bücher wären mehr wert. Ja. So, nochmal kurz fokussieren. Eingang, Vase. Okay, Bücher. Da hinten rechts war noch irgendwas Großes. Was? Wo? Ach nee, das war bloß wieder die Vase. Ja. Welches ist das richtige Buch? Tschick! Das mit Schlangenledereinband. So. So. Ein Schalter. Ja, ich denke, er aktiviert den Aufzug. Vielleicht ruft er ihn auch bloß.
Ah. Er hat ihn aktiviert. Wollen wir hoch oder runter? Hoch. Ja, hoch geht's, glaube ich, storytechnisch weiter. Deshalb gehen wir erstmal runter. Und dieser Aufzug ist auch sneaky as fuck. Ah nee, man kann wahrscheinlich mit dem Knopf den Aufzug rufen, wenn er nicht da ist. Aber hier sind viele Knöpfe. Da, da. Einer ruft den Aufzug und... Einer bringt mich um. Wow, wirklich? Hm. Hier ist noch ein Knopf. Nein! Da geht's in den Keller. Den können wir nachher verwenden, um zu fliehen. Oh Mann. Kommt schon. Hey, da oben leuchtet schon wieder so grün. Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider daran stören. Ich brauche diese Pläne. Ist das jetzt... Jetzt sind wir auf dem richtigen Stock. Wow, wir konnten gar nicht mehr auf die mittlere Etage? Ja. Pervers. Da ist schon wieder so ein dämliches Symbol. Ja. Aber dieser Schlüssel, den wir früher mal geklaut haben, der kann nicht das All-Symbol sein, das wir für allen möglichen benutzen. Ach, na. Nö. Oh, war das nicht der aus dem Puff? Jetzt ist es schon. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Wieso klopft jetzt wieder da drüben den Hammer? Diener des Löwen! Den Hammer geknüppelt. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Gut, dann gehen wir mal hoch. Yep, da, 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 Leitern. Mein liebster Spaßzeitvertreib. So. Es wäre mal interessant, eine Mission bei Tag zu haben und nicht immer nur bei Nacht. Na, da wäre das mit dem Schattenbleiben viel schwieriger. Da liegt noch Zeug. Ja. Aber mittlerweile haben die Wachen auch etwas mehr Karotten gefuttert. Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Gut, da hinten war der Plan. Ja. Ich fand's bloß merkwürdig, dass ein paar Bücher falsch rum im Regal standen, aber das machen sie ab und zu mal. Und wie wir sofort wissen, dass wir zwei Schalter brauchen. Garrett ist einfach genial. Der weiß sowas automatisch. Ja. Aber hast du jetzt schon mal irgendwo Fingerabdrücke oder so gesehen im Dingsmodus? Nö. Die irgendwo hinzeigen? Nö. Meister Eastwick, öffne die Tür! Da. Also so ein bisschen Gefühl von Bedrohung ist schon da. Hui. Ernsthaft? Wow, das ist doch cool. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Holen wir ihn runter. Oh, oh, er hatte was, er hatte was. Was für... Ihr wisst, ihr seid da drin, Eastwick. Warte hier, ich glaube, der Schildmann kommt. Oh, was? Oh. Oh shit. Was hattet ihr da? Ein Füller. Nee, das war alles. Jetzt, das war jetzt ein Gold für 10 Gold. Fair Trade. Also jetzt gehen wir da mal mitten drauf. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude... Schau mal, da hinten ist der Bergfried im Hintergrund. Ja. Lebt der Kerl da drin Patiencen oder was? Ach du Scheiße, das ist doch dreckig. So, erst müssen wir sie alle... Nee, andersrum, der unterste. Ja. Schon. Dann der obere hat nur zwei Fenster herzeigend. Ah, perfekt. Wirklich, bevor ich mich erhänge, würde ich doch mein Meisterwerk nochmal anschauen, oder? Interessant. Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Hast du die Tresorkombination gesehen? Da war eine Tresorkombination, aber 50, 90 Euro. Der Architekt, ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Ermordet, mit einem Strick. Und das wäre wieder so eine Sequenz, die ich... Yeah, das ist eine... Renn! Oh.
Okay, das ist mir etwas ungeskriptet. Hallo Leute! Ich geh mal in die andere Richtung. Nein. Ist alles gescriptet, ich mach gar nichts im Moment. Echt? Ja. Jetzt mache ich wieder. Ja, bis so wenig wieder teilweise in der Hand gespielt, dass der reagiert. Da am Anfang, wo wir Aaron hinterher dann laufen. Wo haben wir den Side-File her? Was weiß ich. Oder den Enter-Dings? Warum haben wir den erst jetzt? Wieso dürfen wir den nicht öfter benutzen? Na, weil er dann weg ist. Okay. Mal sehen. Diese Öffnung im Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Wenn wir da jetzt wirklich 1000 einzelne Goldstücke raustragen können. Neues Dokument. Hätten wir ziemlich die... Ah, die Tresor-Kombination. Und der Plan. Aber den Einbruch im Bergfried machen wir beim nächsten Mal. Ja. Bis dahin. Tschüss.